Ja, willkommen zu dem Talk Algorithmus, Ablenkung von Naoto Hieda in der deutschen Übersetzung von Florian. In draus. Und Whitey Chan. Okay, als ich den Abstrakt gelesen habe, dachte ich mir, das ist interessant. Ist etwas über Neurodiversität und digitale Kunst, aber ich werde nicht versuchen, das zu erklären. Das ist sein Job. Also heißt Naoto mit einer großen Runde Applaus willkommen. Guten Abend. Mein Name ist Naoto Hieda und jetzt ist der Titel meines Talks ist Algorithmus Ablenkung. Und das hier ist die Outline. Ja, nein, ich fange normalerweise nicht mit Outlines ein. Meine Slides sind mit meinem eigenen Programm gemacht und mit Processing. Und das hier ist ein tatsächlicher Teil von dem Code. Es kann sein, dass es crasht oder es kann sich merkwürdig verhalten, weil ich habe es noch nicht mit dieser Bildschirmauflösung versucht, aber das ist Teil der Präsentation. Ich hoffe, dies ist ein sicherer Platz. Ja, aber ich werde es wieder und wieder sagen, denn wenn ich es sage, dann ist es jetzt sicher. Ich glaube, dass niemand hier und jemand anders angreifen wird, auf der Basis von Rasse oder Geschlecht oder was auch immer. Denn das ist über mich selbst und braucht immer ein bisschen Mut, über sich selbst zu reden. Dies ist tatsächlich Teil meines Codes, das heißt Lorenz-Attraktor. Das bleibt da an der Stelle stecken und ist im Prinzip ein Teilchenverhalten, das auf ein paar Gleichungen beruht. Und auch wenn ich ein Satz von Gleichungen ist und wie der Computer es berechnet, wird es nicht konvergieren und es macht diese interessanten Formen oder manchmal bleibt es auch oben an der Ecke hängen. Ich beginne meinen Vortrag natürlich über Autismus zu reden, denn ich bin auf dem autistischen Spektrum. Und wie ich mit Kunst arbeite, ist sehr stark damit verbunden, wie mit meiner Neurodiversität verbunden. Ich habe dieses Bild genommen, ich habe es dem Titel gegeben, ein Junge mit Autismus, der sein Spielzeug in einer Reihe angeordnet hat. Und ich finde es großartig, ich finde alles ist großartig in diesem Foto, wie er schwebt. Ich weiß nicht, was ihr über Autismus-Spektrum wisst. Ihr denkt vielleicht, es sind Leute, die nicht gut mit Kommunikation oder gut mit Mathematik sind oder manchmal auch nicht. Das ist vermutlich die Idee. Ich denke, es ist teilweise wahr, aber es ist nicht immer wahr. Und ich habe es interessant gefunden, damit zu arbeiten. Ja, was es ist, also hochfunktionaler Autismus oder was es da ist und wie das mit Kunst zu tun hat, weil häufig denken Leute, wir haben keine Gefühle und Kunst ist über Gefühle und darüber, wie man anderer Leute Gefühle hervorzurufen und deshalb können autistische Leute keine Kunst machen. Das klingt ein wenig logisch, aber es ist überhaupt nicht logisch. Zuerst ist Kunst gar nicht wirklich nur über Gefühle. Manchmal ist es nur über Formen, manchmal ist es einfach irritierend. Außerdem haben wir Gefühle. Es ist bloß, dass wir die kognitive Empathie fehlt, dass wir Schwierigkeit haben, unsere Gefühle auszudrücken. Also jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich glücklich hier bin oder traurig oder nervös oder entspannt. Und meine Typen können es sagen und ich kann auch sagen, okay, ich freue mich, dass ich hier bin und eingeladen zu werden. Aber ich kann auch nicht, weiß nicht, ich bedauere die Einladung angenommen haben. Aber ich bin auch nervös und ich mag es, auf der Bühne zu sein. Das ist ein wenig entspannt.
Das ist diese seltsame Sache. Diese beschreibt relativ gut, wie Autismus sich anfühlt. Und ich wusste darüber, dass ich einen Tanzworkshop von Choreografen Mario Hasavi und Galerist Jan Mutkin teilgenommen haben. Sie hatten diesen einen wochenlangen Tanzworkshop, wo wir Dinge gemacht haben, wie Dinge in der Straße extrem langsam lang gehen. Und dann haben wir darüber geschrieben, wie wir fühlen. Und das war der Schlüssel für mich, immer ein Notizbuch dabei zu haben, um aus meiner eigenen Perspektive aufzuschreiben, wie ich diese Erfahrung gefühlt habe, was für mich sehr schwierig war, wofür ich immer Formen, Zahlen, Muster beobachte. Und es war schwer für mich zu sagen, es war komfortabel oder unkomfortabel oder was ich gelernt habe. Ich kann sagen, um 2.50 Uhr habe ich angefangen zu gehen und um 3.45 Uhr habe ich aufgehört zu gehen. Aber es ist einfach für mich, mit Nummern, wenn ich in meinem Tagebuch habe ich diese Zahlen oder diese Zeiten, wenn ich an diesem spezifischen Ort angekommen bin. Und das war meine Gewohnheit für die letzten 7 Jahre. Also jetzt über Autismus und dieses Notizbuch. Es war sehr schwer für mich zu schreiben aus meiner eigenen Perspektive. Und ich habe auf das Notizbuch von jemand anderem geguckt. Und er war sehr gut darin, nicht nur aus seiner Perspektive zu schreiben, sondern aus seiner Persona, die er erfunden hat. Denn er ist ein Schauspieler und er ist ständig über diese erste Personenperspektive nachgedacht und wie er durch diese Person gefühlt hat. Und das war vollkommen unmöglich für mich. Und dann habe ich gedacht, irgendwas ist mit meinem Schreiben und meiner Wahrnehmung falsch. Und nach diesem Workshop habe ich angefangen, in einer Institution für Neurowissenschaften gearbeitet. Und da haben mir Leute angefangen, mir über Autismus zu reden. Und dann habe ich bemerkt, dass vieles auf mich läuft, aber ich habe nicht die offizielle Diagnose. Insofern sollte ich es vielleicht nicht so sagen, aber welchen Punkt hat es, diese offizielle Diagnose zu haben? Ich bekomme ohnehin dann keine Unterstützung oder von der Regierung oder irgend sowas. Es gibt einfach viele hochfunktionale Autisten, die leben können. Es gibt viele Autisten, die weniger gut funktionieren können und die mehr Probleme haben, weil wir können reden, als wenn wir normal sind. Und also wie auch immer, ich habe ein Problem mit meinem Gehirn. Dies ist tatsächlich ein Foto von meinem Gehirn, das halb wahr ist und halb falsch. Man kann natürlich kein Foto von deinem Gehirn nehmen, ohne den Schädel aufzumachen. Also ich habe ein MRI-Bild von meinem Gehirn gemacht und ich habe das Gehirn 3D gedruckt und das hier ist ein Foto von dem 3D-Druck meines Gehirns. Ich habe angefangen, über Wandteppiche zu arbeiten. Das ist tatsächlich auf dem Muster von meinem Gehirn basiert. Ich möchte nicht viel über diesen Teppich oder Textilstil zu reden. Das hat viel damit zu tun, wie mit der Geschichte des Programmierens. Wenn man guckt, wie die Lochkarten von der Programmierung von dem Jacquard-Webstuhl kommen und diese Lochkarten wurden dann Fortran oder irgendwelche Programmiersprachen. Aber diese Geschichte ist sehr interessant und sie leitet dazu, wie wir eine Sprache in eine andere transformieren. Es ist nicht an der Oberfläche, es ist nicht, dass eine Lochkarte an der Oberfläche der Verbindung dieser beiden Dinge ist. Es gibt etwas Tieferes zwischen Berechnungen und zum Beispiel Wandteppichen. Das ist ein Programm, was ich geschrieben habe, was Muster für Textil herstellt,
Das ist eine Art von Bildgebung aus meinem Gehirn, welches automatisch Muster erstellt. Ich habe dann daraus ein Muster per Hand erstellt. Das, was Sie hier sehen, ist noch nicht wirklich fertiggestellt. Ich arbeite daran noch weiter und denke darüber nach, was möglich ist, wie ich Wissen in eine andere Form in Weben übersetzen kann. Eine andere Sache, es gibt viele andere Dinge im Programmieren, die mich interessieren. Ein Ding, was ich auch zusammen tun möchte mit Berechnung, ist Bewegung und Tanz. Ich mag tanzen. Wenn Sie die Geschichte betrachten, dann gibt es dort auch Interessantes. Notation zum Beispiel, welche Algorithmen zusammenbringt. Dieses Bild, was Sie hier sehen, welches in den 1920ern gemacht wurde, von einem Forscher, der eine Notation von Symbolen für verschiedene Teile des Körpers erstellt hat. Dieses Bild ist aus der Wikipedia. Jeder Teil des Körpers hat verschiedene Symbole und abhängig von der Höhe und der Richtung des Symbols werden verschiedene Emotionen ausgedrückt. Dies stellt auch verschiedene Teile der Bewegung dar, wie in einem Musical. Tanz kann so dargestellt werden. Die Idee ist, ein Ballett, eine Ballettbewegung darzustellen. Ich habe diese Notation nicht gelernt, aber Menschen, die diese Notation gelernt haben, können diese Mitschrift lesen und die Bewegung ausführen. Dies ist eine Transformation von Bewegung in Schrift. Man könnte also einen Algorithmus anwenden, um eine Morphose der Bewegung durchzuführen, wie zum Beispiel in John Cages Minimal Music. Eine weitere Verbindung zwischen Bewegung und Berechnung und Geometrie gibt Oskar Schlemmer vom Bauhaus. Künstler hier in Deutschland sind möglicherweise schon müde, das Bauhaus zu hören. Ich habe ein Projekt hier in Deutschland gemacht zu diesem Thema mit dem Choreografen Raphael Gilleband und dem Hong Kong Center for Performance, um eine Variante von Oskar Schlemmers Werk zu machen. Das folgende Video zeigt diese Arbeit. So basically there's a video camera which actually shows Es gibt eine Videokamera, die die Bewegung der Tanzenden folgt und wiedergibt. Die Bewegungen der 10 Tanzenden werden auf einem Bildschirm abgebildet. Schlemmer in der früheren Form hat Ähnliches getan mithilfe von Stäben am Körper. Wir haben komplizierte Berechnungen genutzt, um Bewegungen darzustellen, welches noch nicht einmal augmented im Sinne von dreidimensional ist, sondern auf einem flachen Bildschirm dargestellt ist. Okay. So, that was like
Das war mein Interesse an Weben und Bewegung. Ich bin aber auch interessiert an Linien, mit denen sich auch Schlemmer beschäftigt hat. Wie diese Linien auf Bildschirmen choreografiert werden können. Diese Choreografie von Linien ist nicht unbedingt etwas Neues. Es gab schon 1982 ein Programm, TenPrint, welches nur eine Zeile von Code in war, welches zeigt Print eine zufällige Zahl und dies als Adresse interpretiert und dann eine Go-To-Loop. Wenn das ausgeführt wird, dann zeigt es Forward-Slashes und Backward-Slashes nach einem zufälligen Muster. Nach einer Zeit sieht man ein interessantes Muster. Diese Version wurde mit der Programmiersprache Processing hergestellt. Ich nutze diese Programmiersprache, um die Slides herzustellen und auch Videos zu produzieren. Ich habe auch für die 21. Jahrhundert-Variante von Stick Dance, die Sie wir vorhin gesehen haben, Processing genutzt. Das hier ist auch ein Code aus Processing. Processing soll Programmieren einfach machen. Mit OpenGL C Language, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen, ist es sehr aufwendig, etwa ein Dreieck zu zeichnen. In Processing hingegen ist es deutlich einfacher, wie Sie jetzt auf der Folie sehen. Sie müssen kein extremes Vorwissen zu OpenGL haben, um diese Form zu zeigen. Etwa ein Dreieck. Ich habe dann angefangen, Gitter zu zeichnen oder sich bewegende Partikel. Ich bin auch mit Sinuswellen sehr interessiert. Ich mag es auch, den Code mit verschiedenen Formen von Daten zu nutzen, zum Beispiel Text. Ich habe Processing genutzt als tägliche Meditation, als Experiment während meiner Meditation. Ich habe mit Processing oder auch per Hand verschiedene Formen gezeichnet und das Ganze mit Bewegung zusammengebracht. Das war zuerst einmal nicht gemacht, um es anderen Menschen zu zeigen. Die Bewegung, die ich per Hand gezeichnet habe oder im Processing gezeichnet habe, die habe ich auch körperlich dargestellt. Ich war auch an Text interessiert als ein Medium. Und an Gedichten. Und Gedichte basieren nicht nur auf Text als Material, sondern erinnern auch oft an bestimmte Formen oder Muster, Farben. Deswegen habe ich angefangen, verschiedene Formen zu zeichnen, die Gedichte erinnerten. Der Grund, warum ich das angefangen habe, ist, weil ich an einem interessanten Workshop zu Machine Learning teilgenommen habe, wo wir gebeten wurden, verschiedene Punkte zu kategorisieren. Es war wirklich schwierig. Man kann sie basierend auf Gedichte kategorisieren, man kann Gedichte kategorisieren basierend auf dem Stil, aber ich habe mich entschieden, sie erst in
zu Formen zu konvertieren und dann diese Formen, zu denen sie geworden sind, konnte ich einfach einordnen und kategorisieren. Also war es runder, war es eher ein Dreieck, war es eher ein Viereck. Also zum Beispiel das hier ist eher ein Rechteck. Manche sind eher so 3D geformt. Ich habe auch mit einer Person kollaboriert, Jenning Harrington. Wir haben zusammen an diesen interaktiven Videos gearbeitet mit Text. Also ich bin in ganz viele verschiedene Richtungen gegangen. Aber ich möchte zurückgehen zu Diversität und dem Teil über Diversität und Programmieren. Das ist P5JS, das ist ein Spin-off von Processing und es wurde von Lauren McCarthy gestartet in 2012 und die Idee von P5JS ist, etwas zu schaffen wie Processing, also eine kreative Coding-Umgebung, aber es soll online sein. Also es ist immer noch sehr einfach zu benutzen, aber du musst für Processing immer noch das Programm runterladen, Processing IDE, und dann musst du das Programm benutzen. Und es ist schwierig, zum Beispiel Programme und Code zu teilen. Also du kannst höchstens Screenshots teilen oder den Screen irgendwie aufnehmen oder das Video und die Ergebnisse aufnehmen. Aber wenn es online ist, dann kann man Leuten einfach einen Link schenken und Leute können es einfach sehen und können entweder Plattformen wie Open Processing benutzen oder können auf diesen Plattformen einfach anfangen, ihren Code zu schreiben, indem sie P5JS benutzen. Und es kann in Galerien auftauchen. Leute können ihre Kunst liken oder du kannst auch den Sketch von jemandem forken und daraus etwas Neues machen. Was ich an P5JS besonders interessant finde, ist ihr Community Statement. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, es ist ein bisschen lang, aber es ist nicht lang, aber es ist der längste Text, den ich in meinen Slides habe. Das Community Statement von P5JS sagt, dass P5JS eine Community ist, die daran interessiert ist, die Intersektion von Kunst und Design mit Technologie zu erforschen. Wir sind eine Community und haben Solidarität mit Leuten jeglicher Genderidentität und Ausdruck, sexuellen Orientierung, Rasse, Ethnizität, Sprache, Neurotyps, Größe, Fähigkeiten, Klasse, Religion, Kultur, Subkultur, politischer Meinung, Alter, Fähigkeitslevel, Hintergrund oder Job. Wir erkennen an, dass nicht jede Person die Zeit oder die finanziellen Ressourcen hat, um aktiv an uns teilzunehmen, aber wir erkennen an und unterstützen jegliche Art von Involvement und jegliche Art von Teilnahme. Also ich mag das sehr, es gibt keine Code-Snobs hier, weil sie sagen, wir möchten keine Code-Snobs. Wir finden, Community ist wichtiger als Effizienz. Wir freuen uns über neue Leute und wir gehen nicht davon aus, dass ihr bestimmtes Wissen habt. Und Black Lives Matter, weil natürlich. Das war ein bisschen anders von Processing, weil Processing hat immer noch versucht, die Barriere und die Schranken fürs Coding ein bisschen zu senken. Aber es war immer noch so ein bisschen eine Community, die sehr von weißen Männern dominiert wurde, die in diesen ganzen Medienkunst machen. Aber P5JS bricht ganz offen und explizit damit und geht im Wesentlichen davon aus, dass alle Leute lernend sind. Und wenn eine Person eine Frage stellt und zum Beispiel sagt, dass etwas nicht funktioniert, in den meisten Projekten würde die Gruppe dahinter sagen, das Issue einfach schließen und sagen, nee, das ist okay, das ist eben so, das ist dein Problem. Aber in P5JS ist es anders. Dann sagen sie, nein, wenn bei jemandem etwas nicht funktioniert, dann ist vielleicht das Problem, dass die Dokumentation nicht gut genug ist und dann müssen wir an der Dokumentation arbeiten. Und das mag ich wirklich bei P5JS. Und etwas, was sehr anders ist als die anderen Beispiele, die ich hatte mit Linien und Punkten, das ist hier ist vom Processing Community Day Basel, das ist P5JS und hier habe ich, oder wenn ihr zu ihrer Webseite geht, dann könnt ihr das auch in Echtzeit sehen. Also es ist einfach nur ein Partikelsystem. Es ist genau das gleiche wie Linien und Punkte, aber stattdessen zeigt es eben Emojis von verschiedenen Leuten. Und das macht es wirklich anders und neu. Und ich glaube, die Beispiele in Processing und von P5JS, die man so hat, sind wirklich sehr unterschiedlich.
Und ich hatte gesagt, das war der Processing Day Community Day in Basel. Aber was ist der Processing Community Day? Er hat in 2017 angefangen. Processing hat eine sehr lange Geschichte als eine Programmiersprache. Aber sie haben erst 2017 angefangen, offizielle Treffen zu organisieren. Und der erste war 2017 in Boston. Und dieses Jahr haben sie angefangen, eine weltweite Bewegung zu organisieren, sodass Leute in verschiedenen Communities ihre eigenen Community Days und ihre eigenen Kapitel des Community Days posten. Und das Schöne daran ist, das steht auch hier, das ist ein Text von den PCD-OrganisatorInnen, die sagen, der Processing Community Day ist ein Tag zwischen dem 15. Januar und dem 15. Februar, um Kunst, Code und Diversität in der gesamten Welt zu feiern. Also es geht wirklich nicht nur um Code und Kunst, sondern auch um Diversität. Also ich war sehr interessiert daran, PCD, den Community Day, nach Tokio zu bringen, weil ich in Boston schon daran teilgenommen hatte und ich wirklich dachte, wir müssen das unbedingt in Japan auch machen, weil ich selber aus Japan komme. Ich habe damals nicht in Japan gelebt, aber ich dachte, ich muss nach Japan gehen und diesen Tag organisieren. Und deswegen haben wir das im letzten Februar organisiert. Es gab drei OrganisatorInnen, Yasto und Ayu und ich. Und wir hatten fast 150 Teilnehmende. Wir hatten Keynotes, wir hatten Workshops. Diesen hier mochte ich besonders, also man kann das hier nicht so gut sehen auf dem Foto, aber es war ein Einführungsworkshop für P5JS, wo es darum geht, Blumen zu malen. Und es war wirklich sehr farbenfroh. Und wir hatten interessante Lightning Talks, zum Beispiel in diesem hier ging es darum, Kindern in der 4. Klasse Processing beizubringen und ihnen beizubringen, wie man damit malt und Kunst macht. Also es ist schwierig, nicht nur, weil Programmieren zu lernen schwierig ist, sondern auch, weil sie oft nicht einmal wissen, wie man tippt. Und deswegen hat er es auf verschiedene Arten erklärt, um ihnen beizubringen, wie man tippt. Und bringt ihnen nicht wirklich bei, wie man codet, aber er zeigt ihnen im Wesentlichen, wie sie mit diesen Dreiecks-Commands anfangen können, so als Startpunkt. Und dann kann man von da zu verschiedenen und komplexeren Formen sich fortbewegen. Und wir werden ein PCD in Tokio auch im nächsten Jahr, 2020, haben. Also wenn ihr zufällig zu dem Zeitpunkt in Japan sein werdet, dann guckt euch das an. Und dieses Cover-Image, das haben wir einfach mit einer super coolen Künstlerin zusammen gemacht. Sie macht so wellenartige Texturen in diesen Rechtecken und dann Takao hat auch mitgemacht, der macht diese Rechtecke und Shiyuri hat das Post-Editing gemacht. Also es ist wirklich eine Kollaboration und das ist nicht so, dass es nur eine einzige Person gibt, die ein Guru in Processing ist, sondern es geht wirklich darum, eine Community zu bauen und Leute zusammenzubringen und zusammenzuarbeiten und neue Sachen zu finden. Ich habe auch keine Folie dafür, aber ich organisiere auch wöchentliche Treffen in Köln. Das heißt Creative Code Cologne. Unser Akronym ist nicht gut, deswegen nennen wir es Creative Code Köln, CCK. Und wir treffen uns jeden Donnerstag. Also wenn du in der Gegend oder wenn ihr in der Gegend seid, dann kommt doch mal vorbei. Und beim PC 2020 werden wir auch eine neue Session für Live-Coding haben. Live-Coding kann auf verschiedene Art und Weisen interpretiert werden, aber für uns ist es eine Performance, auf der Bühne zu sein und zu programmieren und zu performen zur gleichen Zeit. Das ist das, was dort passiert. Und das hier ist ein Foto von Cody. Ich glaube, die kommen ursprünglich sind in New York und sie machen visuelle Kunst und Musik gleichzeitig, indem sie den Code manipulieren auf der Bühne vor dem Publikum. Das ist auch sehr interessant, das ist eine sehr interessante Community. Live-Coding an sich. Es ist immer noch eine sehr kleine Community, aber es ist sehr weit verbreitet in der gesamten Welt. Und es gibt kein Zentrum für diese Community.
Das bedeutet, dass die gesamten KünstlerInnen reisen wirklich sehr viel rum, sie kennen einander, sie respektieren einander sehr und das sorgt für eine sehr diverse Community, die ich sehr gerne mag. Und ich glaube, ich habe hier auch noch sehr viel Zeit und ich möchte euch etwas vorstellen, nämlich meine Webseite. Das ist ein Archiv von Sketchen, die ich gemacht habe. Und ich habe neulich angefangen, über Hydra zu schreiben. Das ist ein Online-Buch, das ich einfach nur als Artikel eigentlich angefangen hatte. Hydra ist ein Environment für Live-Coding. Das ist webbasiert und man kann visuelle Kunst sehr schnell darstellen und machen. Und wenn ihr das Hydra-Interface aufmacht, dann könnt ihr quasi mit einem Beispiel anfangen. Also zum Beispiel hier ist direkt ein Beispiel. Oder ihr könnt auch einfach anfangen von null. Und das ist ein einfacher Oszillator. Und dann könnt ihr Modulationen einführen und ihr könnt sie aneinander hängen und aneinander ketten. Und das wird verrückter und verrückter. Und das ist wirklich sehr nett, weil ich jetzt hier einfach live code und performe für euch. Und es ist wirklich schön, das einfach so improvisiert zu machen und es wird immer verrückter. Aber weil ich an Algorithmen interessiert bin, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich das systematischer machen kann. Also nicht nur einfach zufällig, rauszufinden und interessante Muster zu finden, sondern wie kann ich ein theoretisches Verständnis dieser Sprache generieren. Und Hydra ist von Olivia Jack geschrieben. Sie ist ursprünglich aus Kolumbien, aber sie ist manchmal in Berlin, also vielleicht trefft ihr sie mal. Also die Idee dieses Buches ist es, dass man mit einfachen Texturen anfängt und dann verschiedene Filter diskutiert und wie man eine systematische Art und Weise verstehen kann, was tatsächlich in dem Code passiert. Wie wird dieser Code ausgeführt und warum funktionieren manche Dinge manchmal nicht und manchmal funktionieren sie? Und die Frage ist halt, warum? Mein Ziel ist manchmal nicht, hübsche Visuals zu machen, was vielleicht der Grund ist, dass ich nicht ein großer Künstler bin, dass ich nicht so sehr auf das, wie es aussieht, mich konzentriere, sondern darauf, was dahinter passiert. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Zum Beispiel, wenn man mit Quadrat anfängt oder einem Viereck. Und dann kann man das wiederholen. Dieses Muster wiederholen. Und dann kann man die überlagern mit ein bisschen davon. Kann man das so, diese Muster machen? Was ich dann in meinem Buch vorschlage, ist diese Idee zu erweitern, um RGB-Pixel zu machen, wie zum Beispiel dieses Muster, oder das mit einem anderen Oszillator zu verketten, um dann so ein niedrig aufgelöstes RGB-Display zu simulieren. Und hier, ich kann ein paar Animationen hinzufügen. Das ist ein bisschen wie ein Kochbuch. Man kann einfach diese Codeschnipsel nehmen und sie modifizieren. Ich versuche zu erklären, was hinter Hydra ist. Weil wenn es euch interessiert, guckt es euch an, dieses Online-Buch. Ich habe auch ein paar Entwürfe. Ja, dieses hier, das ist mit P5.js gemacht.
Und ich habe einen P-Code genommen, den Akio Kubota gemacht hat, und hier ist Kayashi. Und diese kleine Zeile Code wird ausgewertet oder und wird dann in musikalische Töne umgewandelt. Das ist ein bisschen wie ein alter Synthesizer, und ich habe dann P5JS reaktive Visuals hinzugefügt. Man kann hier ja Code damit schreiben. Es klingt ziemlich kaputt, aber das soll tatsächlich so funktionieren. Das ist auch eine lustige Sache bei Live-Coding. Es geht nicht nur um Erfolg. Man kriegt manchmal einfach ganz seltsame Ergebnisse, und das führt dann zu neuen Entdeckungen. In dem Fall von Hydra habe ich ja halt mein Buch geschrieben, um diesen Versuch- und Irrtum-Teil ein bisschen einfacher zu machen, indem man es einfach zu analysiert. Und ich denke, beides muss ungefähr gleichzeitig passieren. Manchmal muss man es analysieren und manchmal muss man einfach ausprobieren, wie es funktioniert. Okay. So, next I want als nächstes möchte ich eine andere Version von Hydra angucken. Die heißt Pixel Jam. Es ist großartig. Ich hoffe, es funktioniert hier, denn es braucht eine Internetverbindung. Pixel Jam ist im Prinzip ein kollaboratives Online-Live-Coding-Umgebung. Man kann, ja, ist wie ein Chat. Man gibt seinen Namen ein. Und dann, ich habe Leute gebeten, da mit reinzukommen, aber es ist keiner hier. Ich kann sagen, okay, hallo vom 36C3. Also die Idee ist, jemand modifiziert den Buffer hier und jemand anders fügt dann da irgendwas Interessantes hinzu. Kann man Farben hinzufügen. Hä? Da ist jemand. Einen Moment. Das sind die Leute, die kamen gerade im richtigen Moment. Ja, großartig. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Talk jetzt fortsetzen möchte. Ich dachte nachgedacht, jetzt einfach ein Live-Coding anzufangen. Und ich denke, es ist einfach interessant, Live-Code darüber zu reden. Also ja, okay, hier sind jetzt ein Haufen Leute. Vielleicht lasse ich sie jetzt einfach spielen und ich rede dazu weiter. Das ist einfach, Live-Coding auf der Bühne ist schon wirklich erstaunlich. Man sieht Leute und kann ihnen zugucken. Ist relativ intim, wie sie den Prozess, wie sie arbeiten. Man sieht einfach, was da im Hintergrund passiert. Und dieses hier ist so unglaublich, weil man muss gar nicht irgendwo zu der Performance gehen. Man kann einfach irgendwo zu Hause auf der Couch sitzen und mit anderen zusammen zu programmieren, und es wird eine großartige Performance. Ja, ich mag diese Idee. Ja, also ist lustig, dass jemand das macht. Aber du kannst einfach verändern. Den Code einfach verändern und damit spielen. Hier haben wir einen Layer hinzufügen. Und Olivia Jack, because ja, she made this and she's made mal, Olivia Jack hat das ja das gemacht und maintained das alles. Ist einfach großartig. Yeah. So. But this is not really crazy yet. Ja, das ist noch nicht sehr verrückt jetzt. Oh, nein. Was? Das sind keine neuen Leute, die wissen, was zu tun. Wenn man den Syntax nicht weiß, dann ist das so schwierig zu schreiben. Aber ich glaube, das ist einfach großartige Performance.
Jetzt weiß ich einfach nicht, was passiert. Es ist einfach großartig. Ja, das ist etwas, das ich früher geschrieben habe. Das, ich denke, das hat jemand aus der History genommen und das dann gepastet. Ja, ich denke, wir können einfach Fragen machen und dies hier simultan weiterlaufen, oder ist das zu verwirrend? Nein. Ich glaube, hier gibt es eine Art Struktur, die es mir erlaubt, mir zu viel Freestyle zu machen, aber ja, ich lasse es einfach so laufen und wir gehen einfach zu Fragen und Antworten über. Ich glaube, das funktioniert. Jo, vielen Dank. Beim Kongress passiert das, man macht eine Live-Performance und die Leute machen mit. Jetzt haben sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte stellen Sie sich an den Mikrofonen an. Vielen Dank für den Talk. Es war sehr inspirierend. Ich habe eine Frage. Wie gehört dieser Talk zusammen mit der Demoszene? Was gibt es für Neuigkeiten zu dem Live-Coding? Wie hängt es zusammen mit der Kombination von Sound und Coding? Ja, das hat eine sehr lange Geschichte. Und ja, ich glaube, wir müssen Dinge einfach immer wieder neu erfinden. Denn es gibt eine Sättigung irgendwann. Dies hier ist jetzt sehr nett, aber in 10 Jahren bleiben nur ein paar Leute übrig und wir, die das machen, und dann werden wir die Gurus und dann wird es sehr schwer für andere Leute dieser Community beizutreten. Und ich denke, wir müssen Dinge immer wieder neu aufbauen und gucken, wer ist in der Community. Und ja, es hat diese Art von Metabolismus, muss die Kommunität irgendwie gesund erhalten. Und das ist eine wichtige und interessante Sache. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das ist das, wie ich über dieses P5JS oder Processing Community denke und über diese Live-Coding-Szene. Das geht nicht nur um diese Ästhetik oder die audiovisuellen Dinge. Mikrofon Nummer 2. Haben Sie jemals versucht, mit der Notation zu Tanz und Bewegung, die wir am Anfang gesehen haben, zu arbeiten? Und wie kreative Feedback Loops hier funktionieren können mit echter physikalischer Bewegung? Nicht speziell mit dieser Laban-Notation, aber das ist eine wirklich interessante Idee. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, solche Feedback-Schleifen zu machen. Als Konzept ist es sehr interessant, gewisse Dinge zu machen, aber sobald es zu viele Komponenten hat und man nicht weiß, was jetzt genau was beeinflusst, dann wird es chaotisch. Und dann, ich habe Machine Learning gemacht, um Bewegung zu erkennen und diese visuellen zu machen, Visualisierung zu machen. Und dann dachte ich irgendwann, mein Gehirn ist interessanter als Machine Learning. Und dann dachte ich darum, nicht, warum nehme ich einfach eine Bewegung oder eine Form und setze es im Verhältnis zu irgendwas was anderem. Und ich habe auch ein neues Projekt, ein neues Web-Dings, mein Online-Archiv zu bauen.
ist eine Fortsetzung von meinem Archiv, aber mehr eine Idee, etwas zu kuratieren und Ausstellungen zu machen von meinen Arbeit online und dann vielleicht eine andere Ausstellung von Ausstellungen zu machen und diese aktuelle Politik über Galerien und Museen und wie Leute Kunstwerke halt in einem physikalischen Weg verkaufen. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Is this working? What do you think is the easiest way to get started and getting ideas was for programming? Was glaubst du, ist die einfachste Möglichkeit, mit Processing zu starten? Das ist eine interessante Frage. Für mich, ich bin kein gutes Beispiel, denn ich studiere Ingenieurswissenschaften und ich weiß schon, wie man programmieren kann. Es hängt einfach von deinem Niveau an. Wenn du Programmieren kennst, dann guck dir einfach Beispiele von Processing an. Wenn du Processing runterlädst, es kommt mit Beispielen von netten Processing-Code und dann kann man es einfach mitmischen und ausprobieren und gucken, was es tut. Aber wenn du neu bist zum Programmieren, da gibt es einen großartigen YouTube-Kanal, Coding Train von Daniel Schiffmann, und ich kann dir nur empfehlen, den anzugucken. Mikrofon Nummer 1. Vielen Dank für die Werkzeuge, die du vorgestellt hast. Ich habe eine Frage. In welcher Farbe hast du dein Gehirn 3D geprintet? Das ist eine interessante Frage, aber ich habe tatsächlich die Farbe nicht ausgewählt und ich habe einfach den G-Code zu irgendeinem zufällig 3D-Drucker geschickt und er war zufälligerweise hellblau. Und ja, ich mag die Farbe jetzt, ich habe meine Nägel auch hellblau lackiert und ich mag mein Gehirn und auch mein gedrucktes Gehirn. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Hast du andere AutistInnen durch deine Kunst kennengelernt? Ja, das war sehr wichtig für mich, als ich das erste Mal bemerkt habe, dass ich autistisch bin, war ich etwas entmutigt, weil ich dachte, ja, okay, ich bin gut beim Programmieren, aber diese Kunstsache ist vielleicht nicht mein Ding. Aber dann kam ein Künstler, der mit Bewegungen, also autistischen Bewegungen, die Neurodiversität analysiert und versucht zu unterstehen. Ich weiß noch nicht genau, wie sie diese Kunst und Neurodiversität zusammenbringt, aber ich habe gesehen, dass es möglich ist. Und ja, anfangs hatte ich Schwierigkeiten, ich hatte eine schwierige Zeit. Ich war in EEGs und Gehirnwellen interessiert, weil das Gehirnsignale sind und ich kann Medienkunst machen und ich kann sie mit Gehirnwellen kontrollieren. Und an einem habe ich gesagt, okay, ich sollte über Bewegung und Form nachzudenken. Und das ist vielleicht ein interessanter Weg, Neurodiversität und Kunst zusammenzubringen. Es gibt nicht viele Künstler, aber zum Beispiel Erin Manning, sie lehrt an der Concordia-Universität in Montreal. Die beschreibt viel über Kunst und Autismus. Und ich empfehle ihre Bücher. Ich habe auch eine Frage.
Hast du darüber nachgedacht, eine Sache wie das hier vorgestellte als eine Installation beim Kongress zu machen, damit BesucherInnen damit rumspielen können? Ja, Entschuldigung, es hat sich nicht mehr aktualisiert, deshalb habe ich einmal neu geladen. Ich würde das gerne machen. Ja, bitte ladet mich ein. Ja, mein Portfolio ist sehr verteilt und ich weiß nicht so wirklich genau, was ich mache. Aber das hier ist etwas, was ich früher gemacht habe. Das ist nicht die Kreation dieser Person, das ist mein Code. Aber das ist die wichtige Sache, anderer Leute Code zu remixen. Ja, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich würde es lieben, so etwas zu machen, weil dieses Jahr bin ich das erste Mal hier und es war auf sehr kurzfristig. Ich bin gestern gefragt worden, ob ich den Talk machen wollte. So war ich nicht sehr gut vorbereitet, aber vielleicht kann ich morgen irgendwo irgendetwas zeigen. Vielleicht ist das möglich. Ja, ich denke, es könnte möglich sein. And we have another question at microphone number two. Wir haben eine weitere Frage bei Mikrofon 2. Ich habe gesehen, dass du große Interessen im Bereich Tanz hast. Ich habe eine Idee. Wie könnte man diese beiden Sachen, also Visuals und Bewegung, miteinander mit einem Greenscreen kombinieren? Wie Wasserman Start. Man könnte das so machen, dass eine Person auf dem Screen erscheint. Es ist nur eine Idee. Ja, ich denke, ich habe etwas Ähnliches gemacht, aber es war. Wir hatten nicht genug Zeit, das auszuprobieren. Aber ich würde gerne darüber arbeiten, denn ich würde mehr über diese Physikalität arbeiten. Ich würde mit dieser Physikalität arbeiten, über digitale Dinge. Ich denke, das ist etwas, was du sagtest. Ja, das ist nicht. Nicht bin ich ich, aber ich habe ja als Tänzer gearbeitet und es war ein Tänzer, der hat was Grünes getragen und dann sich in dieser digitalen Welt versteckt. Ja, ich glaube, die nächste Sache, die ich wirklich machen würde, ist mit meinen Nägeln. Ich würde gerne generative Muster auf meinen Nägeln haben, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was die Technologie ist, die ich brauche. Also ja, ist es die Technologie. Ja, ich brauche ein kleines Display, aber das ist nicht der Punkt. Ich muss darüber nachdenken. Wir haben eine weitere Frage am Mikrofon 1. Vielen Dank. Ich bin interessiert, du hast Bhutto genannt und Live Coding. Ich fände es toll, wenn du darüber nachdenken könntest, wie man eine Kombination zwischen Live-Coding und Bhutto herstellen könnte. Eine andere Künstlerin, die hat Bhutto studiert und sie tritt mit ihrem Körper auf und macht auch Live-Coding. Ich weiß nicht viel über ihr Konzept, aber es gibt Leute, die darüber arbeiten, die an diesem Konzept arbeiten, und eines Tages werde ich vielleicht auch einmal darüber arbeiten. Aber Bhutto selbst ist, ich habe ein bisschen Angst, dieses Thema zu berühren, weil ich denke, ich muss da sehr viel über Bhutto studieren und über Geschichte und über wie ich Bhutto interpretiere, und ich glaube, es gibt zu viele Künstler, die nicht viel über Bhutto wissen, aber behaupten, dass sie Bhutto interpretieren. Und ich glaube, dass das Bhutto etwas gelangweilt darüber ist. Ich glaube, dass diese
Idee vorzustellen, wie ein Fisch im Körper zu sein und sich zu bewegen, dass ich glaube, dass diese Meditationsidee dann über die Form nachzudenken und es zu visualisieren vielleicht vielversprechend ist. Vielen Dank. Wir beenden das hier. Vielen Dank für diese großartigen Impressionen. Wir hoffen, dass diese oder die nächste Variante, nächste Ausführung des Kongress deine Art ausgestellt werden kann. Bitte gebt Naruto eine weitere große Runde Applaus.